Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Es könnte sein, dass diese Folge hier jetzt die letzte wird für heute. Wie gesagt, es könnte sein, weil langsam werde ich ein bisschen müde. Wir haben im letzten Part, was haben wir gemacht? Die Leute erlöst, glaube ich, also diese gefallenen Soldaten. Und haben jetzt eine Sidequest von Juni erhalten und die werde ich garantiert machen. Einfach weil ich Juni toll finde. Oder Junie. Junie. Juni Junie. Ja. Vor- und Nachname. Wie heißt du? Ich heiße Juni Junie. 60. Moment. Ihr habt mich doch zerrissen, oder? Genau. Ihr habt mich ja zerfetzt, weil ich zu schwach war. Wo muss ich denn überhaupt hin? In dieses Uruya-Gebirge oder so. Dahin! Okay, okay, aber zuerst, einfach weil ich es kann, werde ich hier hinreisen, weil dann kann ich da links rüber sliden. Und da sind wir auch schon wieder. Moment, ich gucke jetzt in den. Jetzt müsste ich in die richtige Richtung gucken, oder? Ja. Gut. Moment, ist das dieses Spinnengebiet? Warum? Warum porte ich mich ausgerechnet hier hin? Aus! Oh. Oh, cool. Ist das das Spinnengebiet gewesen? Ja, ist es, sehe ich gerade. Ja, ich zähle hier nochmal die Leute der Brauerei auf. Ich finde es vor allem schön, eine nette Geste. Weil ich ja vom Chef der Brauerei auf ihre Weihnachtsfeier eingeladen wurde. Obwohl ich aktuell gar kein Angestellter der Brauerei bin. Ich meine, gut, eigentlich bin ich so gesehen auch kein wirklicher Angestellter gewesen. Ich war ja nur Leasingarbeiter. Aber ich habe eben für die Brauerei gearbeitet. Ein wirklicher Angestellter war ich ja nie. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also sprich, ich arbeite für sie. Bin ich jetzt richtig? Ja, ein Stück muss ich noch weiter. Aber ihr wisst, was ich meine. Moment. Dieses Vieh sieht widerlich aus. Ich hau ab. Aber jedenfalls finde ich es eine schöne Geste, dass sie mich zu ihrer Weihnachtsfeier eingeladen haben. Weil die Firma, bei der ich aktuell bin, die haben auch eine Weihnachtsfeier, die haben mich auch eingeladen, aber da habe ich abgelehnt aus mehreren Gründen. So, hier war ich schon mal. Weil, ja. Ich kenne da ja noch nicht so viel, wirklich gut die Leute. Und die Weihnachtsfeier ist auch an einem Ort, wo. Ist auch ein Ort, wo ich nicht weiß, wo ich hinkomme. Ja, eventuell würden dann alle zusammen hinfahren. Das könnte, das wäre sogar im Bereich des Möglichen. Allerdings bringt mir das trotzdem relativ nicht viel. Genau. Bringt mir das. Ah, da unten sehe ich schon. Allerdings bringt mir das trotzdem nicht so viel, weil. Hier schon mal? Ich glaube nicht, oder? Okay, muss ich später auch nochmal hin. Allerdings bringt mir das nicht viel, weil ich muss ja von diesem Ort auch wieder wegkommen. Und wenn die Weihnachtsfeier jetzt keine Ahnung wie lang dauert, auf jeden Fall ein paar Stunden, davon gehe ich aus. Und um ehrlich zu sein, habe ich da keine Lust, nachts auf der Autobahn eine Strecke zu fahren, die ohnehin schon ziemlich unsicher ist und vor allem dann auch noch bei Schnee und alles. Das ist mir leider ein bisschen zu riskant, vor allem, weil ich ja gestern auf dem Nachhauseweg von der Arbeit, da bin ich mit dem Auto schon so ein bisschen geschlittert. Ich meine, ja, ich habe zwar, ich weiß, was ich in dem Moment machen muss und ich habe auch gut reagiert. Okay, da unten sehe ich schon was Wichtiges. Aber leider geht es nun mal nicht allen so, weil, oh, Mio führt an, weil ein Auto von der Kellag, also ihr wisst schon, so ein Kraftwerk für Elektrizität und so.
Keine Ahnung, ob es die Kellogg auch in Deutschland gibt, aber wahrscheinlich nicht. Ja, das ist quasi der, wo, von dem wir unseren Strom haben, also österreichmäßig. Ein Auto von denen, der... Holy shit! Was zum? Warum sagt mir niemand, dass sie so starke Gegner sind? Ja, jedenfalls ist dieses Auto wegen dem Unwetter, wegen dem Schnee und so weiter ziemlich ins Gras gefahren. Oh, ich dachte schon, du bist einer von denen. Achso, das ist Lance. Oh, ihr macht mich ganz kirre. Ja, jedenfalls eines dieser Autos hatte einen Unfall, ist dann... Naja, ich habe es nur im Vorbeifahren gesehen, weil das Auto lag im Schnee in der Wiese und, naja, ihr wisst schon, musste eben da wieder rausgefischt werden von der Polizei. Und das war nicht das einzige Auto, nämlich ein LKW von, oh, wie heißt das nochmal? Blaueis, also so ist die Firma. Ich glaube, Blaueis hieß die Firma. Das stand ganz groß auf dem LKW drauf. Das war... Naja, der ist auch irgendwo entgleist, wollte ich fast sagen. Also ihr wisst schon, Schlittern gekommen. Nur der ist nicht irgendwie in die Wiese oder so gefahren. Nee, der hing auf einmal so halb auf einer Brücke. Habe ich auch im Vorbeifahren gesehen. Und ja, da waren... Dutzende von Blaulichtautos, Feuerwehr, Polizei, Rettungsteams. Alle waren auf einmal da. Und ja, das ist, boah, Isurd hat aufgeholt ohne Ende. 8 Level hat er jetzt erreicht. Ja, jedenfalls. Da ging schon einiges rund. So. Jetzt weiß ich wenigstens, okay, das kann ich knicken. Da will ich noch probieren. Und wenn ich da jetzt auch nichts Interessantes finde, dann werde ich mal Yunis Quest eröffnen. Oder eine Nebenquest vielmehr. Raus! Lalala! Dann werde ich mal Yunis Nebenquest eröffnen. Ich glaube zwar nicht, dass ich ihn heute beenden kann, weil wenn das hier wahrscheinlich die letzte Folge wird. Ich meine, ja, ich habe jetzt ein paar mehr Folgen aufgenommen. Das Spiel macht auch Spaß, aber ich merke, wie ich langsam etwas müde werde, weil, ja, mein Schlafrhythmus hat sich nun mal... Ihr seid alle runtergefallen. Ich glaube es nicht. Nur Lance und Noah sind die einzig Kompetenten, die wissen, wie man auf einer Seilbahn slidet. Apropos Seilbahn, die ganzen Preise sind ja extremst teuer geworden. Hier von Skifahren und so weiter. Also vor allem uns in Österreich. Das ist ja lachhaft, die Preise. Naja, nicht mal lachhaft, darüber kann man gar nicht mehr lachen bei so hohen Preisen. Spritpreise, Essenspreise, alles schnellt in die Höhe. Das ist ja widerlich. Oh, ich sehe schon, da hinten ist was los. Mio! Ich weil ja, dein Schuhwerk passt nicht dazu, über eine Seilbahn zu gleiten, aber trotzdem. Oder was für Schuhe trägt sie denn? Ja toll, ich wollte eigentlich deine Schuhe sehen. Ich bin gerade ein Schuhfetischist. Auch nicht anders. Ich war heute übrigens beim Friseur, oder besser gesagt bei einer Friseurin, weil... Okay. Ich dachte schon, das Ding ist zu stark. Weil meine Friseurin ist ja eine Frau. Und es war heute ein bisschen stressig. Ich musste auch warten, aber... Ganz im Ernst, das ist mir eigentlich egal, ob ich da jetzt warten muss oder nicht. Und die hatte so ganz seltsame Schuhe an, weil sie hatte so... ja, so ganz normale Schlapfen. Also ihr wisst schon, Hausschuhe, wie auch immer man das jetzt bezeichnet. In Deutschland, keine Ahnung. Aber die Sohle war ein bisschen, also die Fußsohle, Schuhsohle. Marlo der Flinke. Die Schuhsohle war so ein bisschen absetzend vom Schuh. Allerdings
war sie mit einer Sprungfeder auf der Fersche voneinander getrennt. Also ihr müsst euch das so vorstellen, der normale Schuh, dann die Sprungfeder und dann die Ferse. Sah irgendwie echt seltsam aus, aber nun gut. Jeder wie er will. Ich hab grad drei Heiler, du Kreatur der Hölle. Ich werde die da hinten alle erlösen und du kannst nichts dagegen tun. Ich frage mich, wenn ich die Techniken miteinander verbinde, ob dann die Angriffskette schneller steigt, wenn ich sie nicht miteinander verbinde? Keine Ahnung. Angriffskette gegen dich kann ich sowieso nicht nutzen, weil du bist zu schwach. Er ist ausgewichen? Ja gut, das Ding ist Level 28 und ich bin 62. Warum hat euch das gemacht? Egal. Okay. Ich dachte schon, du bist etwas gefährlicher. Wobei, eigentlich kann ich dich ja ruhig platt machen. Komm her! Jetzt ist der Bogen durchaus sinnergebend. Ich will eigentlich nur deine Items einsackeln, weil ich nicht weiß, was du alles verlierst. Na gut. So, jetzt gehen wir ihm. Einfach spammen. Bewegt mich immer weiter vorwärts vor allem. Was hast du verloren? Naja, ein paar Sachen. Ich glaube, du hast irgendwo auch was in den Abgrund schmeißen lassen. Oh. Da hinten ist ein Container. Schade, dass sie hier nicht die andere Version spielen mit der Harfe im Hintergrund. Die klingt noch viel schöner. Ich meine, die Version klingt auch nicht schlecht, aber die mit der Harfe im Hintergrund klingt... Ah. Ja, genau so klingt sie, Tyron. So, hier ist aber offensichtlich nichts weiter. 3 SP. Ultra... Was? Wo kommst du her? Egal. Ist nur eine Spinne. Ich werde müde, verdammt. Das ist nicht so gut. Können wir hier noch mehr finden? Ja, hier rundherum können wir schwimmen. Hier entlang schwimmen. Dann kommen wir da hoch. Oder vielleicht von da aus dann. Es gibt hier noch so viel zu entdecken. Das Let's Play wird noch so lange dauern. Aber es ist mir egal, weil ich mag es. Oh, ich muss mich anders hinsetzen. Oh. Ich werde müde, das ist doof. Ich will am liebsten weiter aufnehmen, aber gut. Ist ja auch schon 23.10 Uhr. Kein Wunder, dass ich müde werde. Das ist ja so ein Ätherkanal, den lasse ich mal links liegen. Sonst nutze ich ihn wieder, obwohl ich ihn nicht nutzen kann. Weil ich bin ja schon voll bepackt. Moment, war das das Land der Champions? Nee. Wir sind auch nicht wenig unterwegs. Irgendwo war ja das Land der Champions, wo lauter solche Blauschrift- und Goldschrift-Tiere rumrennen. Hey there, you lot. Fast as a spark in Rogel. Well, we would hate to keep you waiting. Good man. So where's Colony 5? Easy. It's up on the Losca Plateau. Should see it once you've cleared the cave. What are we waiting for then? This bloody Merc's giving me the creeps. Uni should cool jets. Guessing in tiz won't help. You'll be in a tiz in a minute. All he's saying is that we should play it safe. Careful, right? Correct. Especially if situation involve Mobius creeps. All right. I am actually trying to control myself.
If I start going crazy, nudge me. Whoa! Where's the real uni? I just don't want us dragging our feet, all right? Die eine Szene da, die hätte ich eigentlich stehen lassen sollen. Oder ein Screenshot oder irgendwie sowas, weil da, wo Rico geredet hat, ja, da hat man von Juni so ein sexy Körperteil gesehen. Hust, hust. Netten Knackarsch. Hm? Ja, ich muss sagen, Juni hat echt eine spitzenmäßige Figur. Die ist wirklich anziehend. Also nicht nur die Figur an sich, aber aus generell Juni. Aber naja, ich glaube, sie ist ein bisschen zu jung. Ich glaube, sie... Oder wobei, ich habe keine Ahnung, auf welches Alter ich sie schätzen würde, wenn sie ein wirklicher Mensch wäre. Irgendwie in den 20ern oder so. Auf jeden Fall nicht 30, das wäre zu alt. Das wäre so ein Elternkanal, den ich nicht brauche. Irgendwie, keine Ahnung, 22, 21... Irgendwie, also maximal 27 würde ich sie schätzen, aber nicht älter. Irgendwas zwischen mindestens, also zwischen 19 und 27 würde ich sie schätzen. Ein anderes Alter würde mir zu ihrem Aussehen nicht einfallen. Such is the officer's duty. Oh, ich sehe auf der Karte, hier sind noch mehr Höhlen. We've got to be super cautious around here. Yeah, Sparks, but I've got a bad feeling about this. Ja, ich glaube, jetzt spielt er ein anderes Lied. Okay. Hören wir nochmal rein, wenn ich die nächste Hülle erlöse. Nee, das ist das Lied von gerade eben. Okay, noch ein Test. So viele Hüllen hier. Hollow Knight. Ja, jetzt spielt er ein anderes Lied. Okay. Das habe ich mir doch nicht eingebildet. Okay, um die Ecke liegt noch eine. Und da vorne. Die eine Hülle da vorne soll mich wohl locken, dass ich irgendwie in eine Falle trete oder so. In eine Falle trete. Das ist ja nicht möglich, aber... Doch, wenn es eine Bärenfalle oder sowas wäre, aber... Ich will die Hülle... Gut. Vielleicht gibt es einen Höhlen-Counter, wie viel ich erlöst habe. Das wäre schön. Ich würde gerne Let's Play vom Final sehen zu diesem Spiel, aber... Unwahrscheinlich, dass es machen wird. Ist irgendwie doof, weil hätte er es blind gemacht, dann ja, er wäre jetzt wahrscheinlich schon lange mit dem Let's Play fertig. Wobei, ja doch, er wäre fertig. Wahrscheinlich auch uploadmäßig, aber... Ich könnte es mir nicht angucken. Wobei, ich hätte es mir dann angucken können, wenn ich mit dem Let's Play selber fertig bin. Aber ich glaube, er hat keinen Grabber oder so. Oder noch nicht. Noah, these marks. Considering their elevation, it can only be... Right. Only something as big as Ouroboros or Mobius could make these. Huh?
Muss das sein? Toll, jetzt muss ich euch platt machen, damit ich euch danach erlösen darf. Oder auch nicht. Stand fast! Cease combat! Yeah, you're Boliaris, right? Ethel's man, from Colony 4. Yeah, that's right. Then you guys... you couldn't be... Couldn't be what? No, can't be. You aren't friends with that monster, are you? With what monster? Thank the flames. Huh? It happened so fast. First the commander was promoted to gold, and the night after that, that thing came. You could tell it wasn't Agnian. Nothing native to these parts could tell at a glance. It was cackling, having fun cutting our friends to shreds. That'd be Mobius. Has to be. Yes, but why attack Colony 5? We came to find that out, right? Think. Must be a reason. And the colony? How's Osolia? No clue. We were in such a hurry to save our skin. Scrambling for a place to hide. Then you guys showed up. Right. Well, she can't be all that far off. Shall we? Spark, yeah. And if any Mobius mudders are there, we mess them up. Yeah. Looking at these guys, they don't seem under Mobius' control. But that makes them targets we need to protect. No argument there. Who are you guys? You're working with Agnes. Once we're done here, I'll tell you all you want to know. It'll blow your mind. Okay, let's get a move on, eh? Before we do, we should escort these guys somewhere safe. Some of them are wounded. Ah, too true. Definitely don't want them in combat. How about the cave entrance? They'll be safe as castles. Cave entrance, huh? Yeah, that'll work. We owe you. Okay, eigentlich würde ich vermuten, dass da noch was passiert, während wir sie beschützen müssen, aber gut. Ich hoffe einfach mal, dass dem nicht so ist, aber wahrscheinlich kommt da dieses dicke Möbius-Viech und will die Kerle platt machen. These weren't here before, were they? No, they weren't. Have they been drawn by the husks, maybe? Okay. This is something decent, right? Ich werde einfach mal vor. Ja, ist halt 47. Ich hätte das hier schon lange machen können, wahrscheinlich. Ist das der Höhleneingang, oder? Blutsmaragd. Ich habe gerade irgendwas mit Blutmaid gelesen. Warum bleiben die anderen Leute stehen? Heißt das, ich muss euch alle einzeln eskortieren? Na toll, ich muss die alle einzeln eskortieren. Oder weil die anderen nicht mitgerannt sind. Ehrlich! Nicht. Na egal. Ist wenigstens mal eine Abwechslung im Vergleich zum normalen Xenoblade-Alltag. So, du rennst schon mal weiter. Ich werde jetzt alle holen. So, du. Hast schon mal ein Stück weiter gerannt? Warum seid ihr eigentlich nicht generell weiter gerannt? Seid einfach alle stehen geblieben. Vielleicht weil ihr Angst vor diesen Monstern habt, aber ganz im Ernst, die Monster tun euch nichts. Die sind so schwach. Ich könnte dich alle platt machen. So, dann nehme ich zuerst dich mit. Oder vielleicht bin ich zu schnell gerannt, das kann ja auch sein. Ich muss immer hinter ihnen bleiben. Wahrscheinlich wäre das Level dann genau so gewesen,
dass die Monster mich angegriffen hätten. Oder Tiere oder was auch immer. Und ich hätte sie platt machen müssen. Aber da ich jetzt schon so overlevelt bin, tun die mir nichts mehr. Euer Commander ist schon draußen, ihr seid die Letzten. Soldat, Soldat, Offizier. Moment, das heißt, ich habe einen ganz einfachen Soldaten gerade gerettet. Eigentlich sollte der Offizier der Erste sein, der raus soll, aber egal. Hauptsache, ihr seid in Sicherheit. You lot sit tight here. We'll press on to Colony 5. Thanks. It's really us who should be going, but how can we ever thank you? These guys are doing all the fighting. Thank them. I'm just along for the ride. Oh, cheers. Ah, come on. Anyway, you just leave finding Orsolia to us. Im Ernst, von Junis Blick könnte ich 1000 Screenshots machen und er wäre immer wieder geil anzusehen. A rare thing? Ja, dann gib her. Also ihr Blick allein. Die Entwickler dachten sich schon so, wir brauchen einen Blick, der alles irgendwie aussagt. Und dann haben sie ihren so einen Blick verpasst. Und dachten so, ja, das ist Gold wert. Oder natürlich in Japanisch, keine Ahnung, wie das dann klingen würde. Ich kann kein Japanisch. Das Einzige, was ich kann, ist Konnichiwa. Oder nee, nicht ganz. Ich kann schon noch ein paar japanische Fitzel mehr, aber die fallen mir gerade alle nicht ein. Das ist das Traurige, weil wenn ich guck mir ja das öfter in Animes in Japanisch an. Nur eben mit deutschen oder englischen Untertiteln, je nachdem. Und deswegen, ja, so ein paar Fetzen kriege ich da schon mit. Ansonsten, naja, ihr wisst ja. So, 150 Meter. Wahrscheinlich muss ich jetzt bei. Hä? Achso. Hier war ich aber noch nicht, oder? Ne. 100 Meter, ja, da ist so eine Fledermaus. Vogelscheuche wollte ich fast sagen. Hm. Gehe ich jetzt den Weg zurück oder was ist los? Ne, definitiv nicht. Da vorne ist schon wieder irgendwas los. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu nahe gehe, sonst triggere ich eine Cutscene und dann. Scheiße. Moment, ich glaube, ich war hier schon mal, oder? Nee, war ich nicht. Aber ein anderer Ort sieht fast genauso aus. Oh. Danke. Diese Umgebung hier erinnert mich jetzt irgendwie an Halo 2. Oh Mann. Warum erinnert das Spiel mich so sehr an Halo? Und wahrscheinlich an den Gebäudekomplexen. In Halo ganz ähnlich. So. Ja, danke. Gut, dass du mich vorwarnst. Was? Sagst du es nochmal? Nee. Das heißt, das eine Mal aber wirklich dreimal gesagt. Was habt ihr für Klassen? Naja, drei Heiler. Und Juni ist die einzige Verteidigerin. Das ist jetzt natürlich nicht so super. Ich wollte Saido eigentlich bewahren als Held, aber. Verteidigung S. Holy shit. Du hast nur A. Ja, der ist ja ganz gut. Aber die. Holy moly. Warum hat die so viel Angriff? Agilität. 60. Blockrate, physische Abwehr 49. 41, 59. Physische Abwehr 10% mehr. Aber der hat definitiv mehr Blockrate, sowas von. Critical Hit 10% mehr. Na gut, du bist ja auch 3 Level tiefer. Aber trotzdem, die Blockrate ist echt mördermäßig von Sion.
hat Monika eigentlich für einen Special Move? Den habe ich schon mal nachgeguckt. Monika. Den meisten TP. 15 TP und wird reaktiviert. Okay. Ich glaube, ich werde jetzt doch mal Monika mitnehmen. Gut, dann werde ich hier den Part beenden. Das war Xenoblade Chronicles 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.